Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Yvonne Zwielag und ich bin Geschäftsführerin bei AFB. Wir sind ein Inklusionsunternehmen, das sich auf das Refurbishment und die Wiedervermarktung von gebrauchter IT-Hardware spezialisiert hat. Ich freue mich, dass wir heute Felicitas Krisimon zu Gast haben. Felicitas ist die Generalsekretärin von CEFEC und lebt seit über 30 Jahren im wunderschönen Triest in Norditalien. Dort koordiniert sie gemeinsam mit ihrem Managementteam die Netzwerkarbeit von CEFEC. Wir wollen uns heute etwas über das Thema Nachhaltigkeit, Inklusion am Arbeitsmarkt unterhalten und aufzeigen, dass Inklusionsunternehmen wirtschaftlich erfolgreich sein können. Und dazu hat jede von uns drei Fragen vorbereitet und mitgebracht. Und ich darf mit meiner ersten Frage an Felicitas starten. Hallo, liebe Felicitas, wofür steht CEFEC und was ist euer Ziel? Hallo, liebe Yvonne, erstmal und danke für diese Einladung. Ich freue mich wirklich über den Austausch. Und zu deiner Frage: Social Firms Europe CEFEC ist eine europäische Vereinigung von Sozialfirmen, Beschäftigungsinitiativen und sozialen Kooperativen, die Sozialunternehmen in ganz Europa unterstützt und fördert. Wir stehen also für Kooperation, Innovation und Vernetzung auf der europäischen Ebene. Wir haben mittlerweile mehr als 70 Mitglieder, darunter sind Dachverbände, soziale Unternehmen, aber auch Experten und Expertinnen der sozialen Unternehmens. Und alle aber vereint uns die gemeinsame Vision eines inklusiven Arbeitsmarktes in Europa und der Wunsch, diesen konkret zu fördern. Unser Ziel ist es deswegen, Menschen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung mit erheblichen Hindernissen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt konfrontiert sind, den Zugang zur Beschäftigung zu ermöglichen. Insbesondere wollen wir allerdings dabei auch Sichtbarkeit schaffen für soziale Unternehmen und ihren Erfolg und den Mehrwert, den sie erzielen. Daher vergeben wir alljährlich regelmäßig unseren CEFEC-Preis, mit dem wir soziale Unternehmen, erfolgreiche soziale Unternehmen in Europa auszeichnen. Übrigens habt ihr diesen Preis, diese Auszeichnung ja 2020 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Und daher auch Vielen meine Dank. Frage, bitteschön, wie ist es seitdem bei euch weitergegangen? Wie hat sich euer Unternehmen weiterentwickelt? Ja, vielen Dank erstmal für die Glückwünsche. Ja, seit 2020 hat sich natürlich total viel getan. Ganz konkret, wir haben jetzt mittlerweile zwei Betriebssozialarbeiter, die sich um die Belange, aber auch um die Entwicklung und die Begleitung aller Kolleginnen und Kollegen kümmern, unabhängig davon, ob eine Schwerbehinderung existiert oder nicht. Zudem haben wir eine neue Schwerbehindertenvertretung gewählt. Wir haben im letzten Jahr neue Unternehmenswerte und Führungswerte eingeführt, neue Schulungen etabliert, Fokusthemen im HR und im Bereich Inklusion definiert. Außerdem haben wir zum dritten Mal den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Und ganz nebenbei war bei uns auch noch das Thema Nachfolge ein großes Thema, weil mein Vater, unser Gründer, zum 31.12. aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Und seit dem 1.1. haben wir tatsächlich ein neues Geschäftsführertrio. Auch zahlentechnisch ist einiges passiert. Wir haben im letzten Jahr über 660.000 IT- und Mobilgeräte von unseren Partnern übernommen. Das ist wirklich eine Rekordsumme. Und das Schöne daran ist, dass wir 70% dieser Geräte wieder vermarkten konnten und somit denen ein zweites Leben schenken konnten. Eine weitere ganz tolle Zahl ist natürlich unsere Schwerbehindertenquote, die europaweit 48% beträgt. Das bedeutet, dass 48% von unseren europaweit insgesamt 660 Mitarbeitenden Menschen mit einer Schwerbehinderung sind. Ein Highlight in diesem Jahr ist auch unser 20-jähriges Firmenjubiläum und das möchten wir natürlich auch nutzen, um dem Thema Inklusion ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in diesem Jahr zu schenken. Also, tatsächlich ist viel passiert. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Was waren denn eure Erfolge seit 2020 und was sind die nächsten Herausforderungen für CEFEC? Danke für die Frage und wow, erstmal zunächst wirklich Komplimenti, wie man auf Italienisch sagt. Und es freut mich wirklich sehr zu hören, dass die Entwicklung eurer Aktivitäten mit so viel Erfolg vorangeschritten ist und dass ihr dadurch kontinuierlich zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen für Menschen mit Beeinträchtigungen beitragt, aber auch zu diesem unglaublich wichtigen Ziel der Nachhaltigkeit. Dieser letzte Aspekt übrigens, um auf CEFEC zu kommen, ist in den vergangenen Jahren auch innerhalb von CEFEC immer wichtiger geworden. Wir haben eine Green Economy Arbeitsgruppe und die konnte dank der Experten, die alle mit ihren sozialen Unternehmen inklusive und nachhaltige Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen schaffen, auch sehr wichtige Beiträge in unseren Konferenzen, Webinars oder Projekten schaffen. Dabei sind wir besonders stolz auf unsere CEFEC Academy, die letztes Jahr zum dritten Mal stattfand.
und mit der wir das Ziel verfolgen, soziale, inklusive und nachhaltige Unternehmen der jungen Generation zu vermitteln. Ein Highlight ist darüber hinaus immer unser Austausch in den Jahreskonferenzen. Dieses Jahr findet die in Lissabon statt, vom 18. bis zum 20. September. Und das erste Mal setzen wir dabei auf die Reduzierung des Footprints. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, an dieser Konferenz teilzunehmen. Ja, auf der europäischen Ebene zu den Erfolgen mit 21 hat sich dort auch einiges zum Thema Social Economy entwickelt. Wir konnten zum Beispiel in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Netzwerken auch an der Ausarbeitung eines Positionspapiers zum Social Economy Action Plan teilnehmen. Ja, darüber haben wir zahlreiche europäische Projekte mittlerweile, wie zum Beispiel Erasmus-Plus-Projekte, durch die wir unsere Mitglieder stärker vernetzen und dazu einen Beitrag leisten, Inklusion EU-weit zu fördern. Das ist, kann ich sagen, von Beginn an, seit den 37 Jahren, die CEFEC besteht, immer das wichtigste Ziel unserer Aktivität und unserer Arbeit geblieben. Also die Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Beeinträchtigungen und die Unterstützung und Förderung von sozialen Unternehmen. Und damit wollen wir, wie auch ihr, an einem Kulturwandel auf europäischer Ebene mitwirken. Da knüpfe ich dann an direkt mit einer zweiten Frage an dich. Ihr seid ja auch, AFB ist ein europäisch aufgestelltes Unternehmen und ihr setzt euch für Inklusion in Green IT ein. Macht ihr euch denn auch für Green IT auf europäischer Ebene stark? Ja, also wir sind ja nicht nur in Deutschland aktiv, das ist richtig und ansässig, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in der Slowakei und in Frankreich. Und außerdem sind wir auch Mitglied bei UEFA, das ist European Refurbishment Association. Das ist ein Nachhaltigkeitsnetzwerk, das die Refurbishment-Industrie repräsentiert und sich für eine grünere Welt und für den Bereich Kreislaufwirtschaft einsetzt. Wir verpflichten uns ganz klar für eine starke Kreislaufwirtschaft in Europa, um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Unser Ziel ist es, die Nutzungsdauer von elektronischen Geräten zu maximieren. Und außerdem ist es für uns auch immer total wichtig, dass wir unsere Gesellschaft und Unternehmen rund um das Thema Green IT aufklären und immer wieder unsere Geschichte erzählen. Ah ja, daher auch euer Claim Social and Green Inclusion und Circular Economy. Wie kann man euch denn bei diesem Vorhaben unterstützen? Unternehmen können uns unterstützen, indem sie mit uns eine Partnerschaft eingehen für die Dienstleistung der zertifizierten Datenlöschung. Also wir löschen die Daten von gebrauchter IT-Hardware, wir reparieren sie, wir reinigen sie, wir statten sie mit aktueller Software aus und dann gehen sie anschließend in den Verkauf, entweder bei Online-Shop oder bei den stationären Handel. Also hier schenken wir der Gebrauchtware praktisch ein zweites Leben. Der Endverbraucher oder der Endkunde kann uns unterstützen, indem er Green IT oder refurbished Geräte einkauft bei uns. Also vielleicht das refurbischte Notebook oder das refurbischte Tablet oder Smartphone. Das schont zum einen die Umwelt, das reduziert den CO2-Ausstoß und es hilft uns, inklusive Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. Also schlussendlich, long story short, jeder, der dazu beiträgt, die Lebensdauer von IT-Geräten zu verlängern, unterstützt neben der Kreislaufwirtschaft die Umwelt und auch die Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, liebe Felicitas. Welche Vorteile hat es denn, bei euch Mitglied zu sein? Wer ist es denn schon und wie kann man es denn noch werden? Ja, kurz dazu nochmal. Also, was vielleicht deutlich geworden ist, dass CEFEC schafft durch seine mehr als 70 Mitglieder, mittlerweile sind wir 80, glaube ich, aus 28 Ländern, die überwiegend europäischen, die Möglichkeit einer europaweiten Vernetzung. Und das bietet den Mitgliedern sowohl die Möglichkeit zur Inspiration, aber auch zum Austausch zu praktischen und theoretischen innovativen Ansätzen in dem Bereich Social Economy, soziale Unternehmen. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir durch die Zusammenarbeit mit anderen EU-Netzwerken es uns möglich ist, zwischen den EU-Instanzen auf der einen Seite, also unsere Lobbyarbeit, und auf der anderen Seite unsere Grassroot-Erfahrung, diese Verknüpfung aufrechtzuerhalten. Und das ist gerade, wenn es auch um Gesetzgebung auf europäischer Ebene und um den Zugang von sozialen Unternehmen zu finanziellen Ressourcen geht, ein extrem wichtiger Aspekt. Ja, wir freuen uns immer über neue Mitglieder, die, wie ja auch ihr, unsere Vision und Mission natürlich teilen. Ihr findet all unsere Kontaktdaten auf unserer Website. Ich muss allerdings sagen, dass die meisten Kontakte dadurch entstehen, dass wir uns konkrete Berührungspunkte in Konferenzen, durch Projekte im Austausch haben. Und ja, was wir immer machen, wir bieten Interessierten ein Gespräch an und freuen uns, wenn es dann zu einer Zusammenarbeit kommt und denken, es lohnt sich wirklich immer.
Das sehe ich auch so. Es lohnt sich tatsächlich immer. Vielen Dank für deine Zeit und für deinen Einblick, liebe Felicitas. Ja, es ist wirklich wichtig, dass wir uns vernetzen und im Schulterschluss gemeinsam auftreten, vor allem auch auf europäischer Ebene. Genau, denn nur so können wir nämlich Wirkung erzielen, werden gehört und können Maßnahmen und Richtlinien beeinflussen, damit Europa inklusiver wird. Vielen Dank dir, liebe Yvonne, für diese Gelegenheit. Danke dir.